Er ist ja nicht nur deutscher Nationalspieler gewesen, er war Italien-Legionär und spricht auch Italienisch. Dementsprechend war es für uns ein weiteres Kriterium, uns für ihn zu entscheiden. Denn wir wollen die Mannschaft natürlich mehr mit Italienern füllen und auch den Italienern halt eine Plattform hier in Berlin, in Deutschland geben. Und für die Italiener ist ja auch Thomas Hässler ein Idol aus seiner Zeit von Juventus Turin und AS Rom. Wir haben uns gleich gut verstanden, muss ich sagen, mit dem Erik. Der auch so Wildsau ist, sag ich mal, der will auch den Erfolg haben und das kommt mir sehr gelegen, weil ich mag so Menschen, die ein Feuer im Arsch haben und richtig Gas geben, dass man erfolgreich ist und wie gesagt, dann kam das eine mit dem anderen und wir waren schnell auf einer Wellenlänge und da ich jetzt, was ich ja schon mehrmals betont habe, sowieso am Überlegen war, nach Berlin zurückzuziehen, ist es natürlich toll, wenn man das eine mit dem anderen verbinden kann. Ich bin zurück, habe eine neue Aufgabe und besser geht's nicht. Wir wollen nach Möglichkeit in den nächsten 8 bis 10 Jahren in den bezahlten Fußball, sprich dritte Liga, und wollen die dritte Kraft in Berlin werden. Und ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht und freue mich richtig drauf.